Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ja, ich befinde mich schon auf dem Nachhauseweg und wie man sieht, wir haben da was am Schlepptau. Es war nicht ganz einfach. Ja, der kleine Quest, der war ja schon beinahe tot, als er da hinten gestrandet ist. Aber wir waren erfolgreich. Es gab noch einen kleinen Angriff von dem Raptor, aber der ging Gott sei Dank auf meinen Quest, also auf meinen eigenen Flugquest hier. Von dem her konnte ich den anderen relativ in Ruhe zähmen. Das war auch gut, so wie gesagt. Ansonsten wäre der schätzungsweise... Oh, da hinten liegt ein Geschenk. Ansonsten wäre der schätzungsweise, ja, jämmerlich gestorben. Der war ja wirklich kurz vor Tod. Da hat man saumäßig Glück. Und Mann, ist das ein Riesenmond. Das fällt mir jetzt gerade irgendwie so auf. Das ist doch ein Riesenmond. Und das Geschenk ist weg. Och, Menno. Dachte ich mir, cool, jetzt finde ich hier noch ein Geschenk hier vom Raptor Klaus. Nisch. Ja, aber wir haben ja hier hinten schon unser Geschenk. Ach, da hinten fliegen noch Geschenke. Aber ich habe schon mal in den Kommentaren geschrieben, eigentlich habe ich da jetzt keine Lust mehr, die Geschenke nur wegen den ganzen Mistelzweigen hinterher zu jagen und das hier noch stundenlang zu betreiben. Es war ganz cool, wir haben ein paar nette Sachen bekommen, aber ja, da muss man sich jetzt nicht unbedingt stundenlang drauf aufhängen. Da fällt auch noch was zum Boden, oder was ist das hier für ein gelber? Ach, das ist ein Beacon. So, dann schauen wir mal, ob wir für den Quest auch mal schnell einen normalen Sattel vielleicht machen können. Ja, ich denke, normaler Sattel sollte es eigentlich tun. Brauchen wir jetzt nicht eine neue Plattform machen. Und ich würde auch gerne mal sehen, wie der normale Sattel aussieht. Ich habe ihn einfach mal R-Kamin genannt. Wenn ihr dann einen coolen Namen für den habt, könnt ihr den gern unten in die Kommentare reinschreiben. Otto. So, jetzt aber. Genau, könnt ihr den gern unten in die Kommentare reinschreiben. Unser Schneemann. Ja, das wäre ganz cool. Das wäre wirklich cool. So, Sattel, wie heißt du denn? Quest. Einen Quest-Sattel, 100 Cementing Paste, 85 Silica Pearls. Ja, dürft man schaffen. Also 85. Plus ein bisschen, was wir verschütten. Nee, Schmand. So, Queaso Cotulus, genau. Machen wir mal normal Sattel, genau, weil der kostet halt wieder. Ja, der hat eigentlich nur mehr Metal kostet und ein bisschen mehr Silica Pearls. Naja. Können wir mal gucken, wie das so aussieht. So. Ja, sieht cool aus. Was ist jetzt, wenn ich da absteige? Das mache ich. Raptor. Raptoren. Ich hasse Raptoren. Komm. Quatsch dich. Hier drüben auch nochmal gleich. Also früher waren hier oben auf der Ebene nie so viele Raptoren. Hier, ich kick dich da runter, du Kleiner. Raus aus meinem Vorgarten. Und ein Level up. Und was haben wir denn da oben für einen? Ach, das war der kleine. Was haben wir? Einen Health Hammer, haufenweise Stamina Hammer, viel Movement. Ach,
Ameisen. Dachte mir gerade, was greift mich in der Luft an? So, jetzt nochmal. Was haben wir hier? Food, Weight, Melee Damage. Machen wir mal Movement Speed ein. Ich würde das nachher mal gern vergleichen. Weil das ist hier jetzt ein Level 61 Quest. Und was denn unsere im Gegensatz dazu hat. Unser eigens Gezähmter. Ich weiß gar nicht, haben wir noch ein Männchen drunten? So ein Megalozeros. Eigentlich sollten wir einen oben haben. Ja. Jetzt haben wir zwei. Greifen die mich eigentlich an? Ich glaube nicht. So, jetzt vergleichen wir mal hier schnell. Da hinten ist er. So. Was haben wir hier? 3,9. 3,9, 16. 3,5. Ja, da hat er jeweils fast das Doppelte. Was haben wir hier? Weight 95, 16, 14. 95, 16, 14. Da ist unsere halt besser. Da ist unsere wesentlich besser, aber den haben wir halt drauf getrimmt, ja. Okay, dann heißt's Megalozeros betäuben. Was haben wir denn noch dabei? Ein bisschen Narkotik. Wir könnten mal ein bisschen Gemüse verbrauchen. Nee, die kriegen kein Gemüse. Kriegen wie immer hier Matcha Berries. Hallöchen. Uch. Da werde ich mich nie dran gewöhnen, dass hier Crouchen auf C ist. Hallo. Was jetzt, wenn ich euch angreife? Uah. Schauen schon cool aus. Jo, meine Kleine. Weiß jetzt nicht, ob ich die in Sicherheit bringen muss. Greifen die dann meine... Ja, perfekt. Ich bin hier halt voll drauf. Weiß jetzt nicht, ob die dann meine hier angreifen oder nur abhauen. Ich bringe sie mal in Sicherheit. Komm raus hier. Dummes Tier. Das wird ihm schätzungsweise Leben kosten, wenn er jetzt da drüben rumläuft. Oh Mann. Na, liegt er irgendwo? Und wo ist meine... Ach, da hinten ist sie. Hat die den angegriffen oder was? Neutral? Warum läuft die dem hinterher? Okay. Das sieht böse aus. Das sieht böse aus. Das sieht verdammt böse aus. Ja gut. Der soll sich mal von selbst zähmen. Könnt mal gucken, was wir hier für Sattel für euch schön machen können. Megalozeros Sattel.
Wir kümmern uns mal ein bisschen um die Rentierchens da. So, Megalosaurus. Ja, hier wie gesagt Mistletoe, nee. Fiber. Okay, 2 Stacks Fiber und 10 Metal Ingots. Nee, nur ein. Ach. Ihr wisst schon. So ein paar. Ein paar davon, ein paar davon. Fiber haben wir keins mehr. Wie bin ich das letzte Mal hier zu unserem Affenkollegen gekommen? Ich glaube, das war von vorne. Ist irgendwie so ein Riesenhaufen Dinos. Wow. Ein bisschen schon wieder zu hell hier. Mega. Ja, jetzt packen wir das Ganze hier noch rüber. So. Wenn man das mit Tee rüberpackt, dann kann man das sogar während Crafting-Fenster oder sowas offen sind. Normalerweise geht es ja nicht. Jü, heute sind wir richtig gut im Sattel machen. Ja, das läuft. Was machen wir mit dir? Movimento Speed. Und jetzt sehe ich aus wie der größte Kameltreiber hier, oder? Das geht. Yippie! Alter, das Ding ist schnell. Springen kann es auch weit. Wie geht's dem Herrn hier? Ah, dem geht's genauso gut. Hauen wir mal ein paar von den Narcotics rein. Yippie! Ich glaube, ich mache demnächst mal einen Ausflug mit dem Sarko. Und bauen tun wir demnächst auch mal wieder. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das mache, ob ich da mal keine Ahnung, ein paar Kisten oder ein Dino randvoll mit Baumaterial stopf und dass wir einfach mal ein paar Folgen wirklich lang nur bauen können. Denn mich hat jemand gebeten oder den Vorschlag gemacht, ich sollte hier doch mal einen Leuchtturm bauen. Und das wollte ich ja eigentlich. Ich wollte ja. Ich wollte ja hier hinten. Hier in die Ecke. Einen hohen Turm bauen. Und der wäre natürlich jetzt doch mal aus Stein richtig geil, aber da brauche ich halt dementsprechend viel und da müsste ich halt mal jetzt dann mit beiden Quests oder so ins Gebirge fliegen und dann ein bisschen Stein hacken gehen, aber das möchte ich euch natürlich ersparen, weil es halt einfach lang dauert. Das ist es. Jetzt nehme ich einfach mal wieder das gleiche, was ich in letzter Zeit oft sage mit dem Minecraft. Bei Minecraft ist es halt irgendwo noch interessanter, weil da kann man halt überall Stein abbauen. Und das finde ich auch leider bei Ark. Die machen es genauso, wie es bei Rust ist und wie es bei. Na. Okay, bei Rust ist es inzwischen, glaube ich, nicht mehr. Bei Reign of Kings. Es gibt die Ressourcen an einem Ort und es gibt die nur da und das finde ich ein bisschen doof. Weil somit ist man nämlich immer darauf angewiesen oder muss halt zu diesem einen Ort gehen, um dementsprechend die Ressource abzubauen. Und das finde ich ein bisschen doof. Ja, weil man ist halt ein bisschen angehängt. Es heißt, ah, die Ressource, okay, dann an diesen Ort. Und ansonsten könnte ich sagen, wir brauchen jetzt Stein, dann buddel ich jetzt hier einfach ein Loch, bis Stein kommt. So, genau, euch sortieren wir mal wieder hier ein bisschen aus. Ihr dürft ein bisschen an den Käfig rankommen. So, sehr schön. Mal ein bisschen hier wieder Ordnung reinbringen.
So, Saphira, genau, die stellen wir einfach mal zu Wolfie hierher. Holen noch einen Lykaner dazu. Er darf hier auch noch mit her. Ja, brauchen wir mal sowas wie ein Parkwesen. Ja. Ich könnte mir eigentlich in die ungeliebte Ecke stellen. Tut mir leid, Kleine, aber. Oh, ach so, ach so, ach so, jetzt. Wie heißen denn die nochmal alle? Rudy? Wo ist Rudy? Rudy ist, glaube ich, hier unten. Ach, der läuft uns schon hier hinterher. Hallo, Rudy! Dir fehlt die rote Nase. Wo stellen wir denn euch gleich mal hin? Bleibt mal stehen hier. Machen wir auch gleich mal ein schönes Plätzchen. Ne, da vorne an dem Baum hin. So, gib den Sattel her. Wir können uns nicht so viel leisten, dass jeder einen bekommt hier. Jawoll. Alter, ich bin, wie heißt er gleich wieder? Aus Herr der Ringe. Von den Elben, der Elbenanführer. Alter, wie viel Schaden macht der? Ich glaube aber leider zu wenig. Das wär's doch mal. Ein Megalozeros des Todes, aber hier nicht den Level 8. Das ist ein bisschen jämmerlich. Das ist doch die Idee. Das ist die Idee. Wie gesagt, mir fällt gerade nicht ein, wie der Elben, König heißt oder der Elbenfürst. Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen angesehen. Echt geil. Also hier die Schlacht der Fünf Heere war es, glaube ich. Absoluter Hammerfilm. Was hat der für ein Level? Steht wieder nicht dran, oder was? Plus 11. Plus 11 Level. Das ist schon mal gut. Nee, und der hat hier so ein Hirsch und der räumt volle Möhre ab. Und das ist absolut der Hammer. So, wir sortieren wieder ein bisschen weiter. Was haben wir denn noch? Oh, meine arme Katze. Meine arme Katze. Die bekommt mal mehr Health reingedrückt. Die darf mal mit zu den Wölfen herstellen. Wo ist dein Kumpel? Da hinten ist er. Da hinten ist er. Win, win, win. Ich würde mal gern mit den allen wieder ausreiten und ein bisschen Unsinn machen, aber man hat halt leider nie die Zeit dazu oder seltenst. Das ist halt das, man hat ja immer irgendwas zu tun, irgendein neues Tierchen zähmen, ein bisschen was bauen, ja. Wieder mal ein bisschen schade. Es wird halt manchmal ein bisschen viel, finde ich schon fast. So, die stellen wir. Irgendwo. Weiß nicht. Wir haben keinen Platz. Vors Tor hinpacken ist blöd. So. Gib mal kurz den Sattel her. Das war jetzt die Ellie, die hat Level 34, aber eigentlich ist sie unser Money. Money, der Stärkste im Knast. Uiuiui, die hat noch. Die hat noch haufenweise Bärchen dabei. Wundert mich, dass die noch gar nicht kaputt sind. Dass man hier mal wenigstens wieder durchgehen kann. Und warum hast du Fiber? So, genau, ihr steckt sowieso die Köpfe mal zusammen, ihr Wuschling. So, der Ellie packen wir aber wieder hier. Den Sattel drauf. Denn die ist einigermaßen gut geskillt auf Farming.
Unser Looping Louis ist absolut überladen mit Fibers. Aber das wiegt doch eigentlich gar nichts. So, geht's jetzt? Ja, ein bisschen. Also Fiber brauchen wir, naja, nicht so oft eigentlich. Den stellen wir hier als Türsteher vor die Tür hin. Cool. Das finde ich doch mal cool. Dekorativ die Dinos irgendwo aufstellen. Level 35 hat der. Wie gesagt, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der heißt. Und ich weiß auch nicht, wie das Viech von dem Fürsten heißt. Könnt ihr auch unten reinschreiben, wenn ihr das wisst. Jawohl. Bäm. Will ich noch irgendwas kurz umputzen damit? Ein bisschen Randale betreiben. Das sieht doch herrschaftlich aus, oder? Oder etwa nicht? Ein Riesengeweih. Ihr Opfer. Wir brauchen Gegner, keine Opfer. Aber der hält 100 pro nix aus. Oh, ein Oviraptor direkt vor unserer Haustür. Bleibt da. Ja, ich bin jetzt gerade auf Krawall gebürstet. Kann der noch irgendwas Tolles? Nee, der hat keine zweite Fähigkeit. Schade, aber auch. Ja, okay, das nächste Mal werden wir, glaube ich, noch ein bisschen mit dem hier spazieren reiten und noch ein bisschen mit dem Sarko, glaube ich. Da würde ich gerne mal ein bisschen schnappen durch Sumpfgebiet reisen. Naja, es mal zumindest am Anfang ausprobieren, wie das so ist mit dem im Sumpf. Es kann ja sein, dass der auch wieder sofort in die Knie geht, wenn eine Schlange ums Eck biegt. Aber da werden wir ein bisschen Unsinn machen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's es gut.